Hallöchen, liebe Leute, Java-Heizung LP hier. Ich hoffe, ihr seid am 31. super gut ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche uns allen ein wunderschönes 2013. Jetzt willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gab länger keins, jetzt gibt's wieder eins. Java-Infos Nr. 3. Es gibt heute verschiedene Themen, die ich abhandeln möchte, über die ich euch informieren möchte. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Thema an. Und zwar iPushU-LP. Ich weiß nicht, wer von euch es schon kennt. Ich werde es mal eben vorstellen, es ist ein Community-Projekt, was ich zusammen mit RickmanLP und Dragon Soulfarer leite. Es geht darum, unbekannte Let's Player bekannter zu machen. Ihr könnt euch da bewerben, dann machen wir ein Push-Video. Da sind zum Beispiel Videoausschnitte von Let's Plays und ja, Sachen, die ihr mitgestalten könnt, sind da dann drin. Und die Leute, die den Kanal abonniert haben, sehen das dann, können sich das angucken und vielleicht findet man dadurch ja ein paar neue Let's Player. Außerdem gibt es da derzeit schon Community-Let's Plays von mir, huhu. An alle Binding of Isaac-Fans, ich lade im Moment auf meinem Kanal fast gar kein Binding of Isaac hoch, weil ich recht ausgelastet bin. Bei iPushU-LP sind schon 5 Runs online und der 6. wird im Moment online gestellt, nach und nach. Das heißt, wenn ihr mehr Binding of Isaac von mir sehen wollt, guckt mal auf dem Kanal vorbei. Da werden außerdem noch Tutorials kommen, wie ihr eure Videos interessanter gestalten könnt. Das heißt, alle, die sich mit dem Thema Let's Playen auseinandersetzen, die sich dafür interessieren, vielleicht selber Let's Playen oder neue Let's Player suchen, schauen mal auf dem Kanal vorbei, lasst uns ein Feedback da, sagt uns, was ihr davon haltet. Wir nutzen das Ganze nicht kommerziell, das heißt, wir haben dadurch keinen finanziellen Vorteil oder so. Es geht wirklich nur darum, Unbekannte bekannter zu machen und so ein etwas so eine Community-Basis zu bilden, weil ich das eigentlich ganz gerne habe, wenn man sich mit so ein paar Leuten auseinandersetzt. Zum zweiten Thema. Das zweite Thema ist das Dawn of War Turnier. Die Vorrunde ist derzeit abgedreht, es kommt demnächst noch das letzte Match hoch. Danach wird die Frage geklärt, wo Match Nummer 6 bleibt. Dann gibt es nämlich auch ein Infovideo, da wird das alles dann erklärt. Da gibt es dann auch die Bekanntgebung der Viertelfinal-Matches. Die Matches sind ja hochgeladen bei der Unnahbare. Wer also den Kanal noch nicht abonniert hat, beziehungsweise noch nicht war, da werden auch weiter die Matches hochgeladen. Und auf meinem Kanal gibt es die organisatorischen Dinge und Videos und da wird demnächst halt auch ein neues kommen. Die Turnier-Infos Nummer 3. Ihr könnt jetzt auf den Schriftzug klicken, dann kommt ihr zur Übersicht. Zur Turnierübersicht und könnt euch von da überall anders hinklicken. Mich würde mal interessieren, wie findet ihr derzeit das Projekt? Was kann man noch deutlich verbessern? Abgesehen von der Tonqualität, dass teilweise ich ein bisschen schlecht verständlich bin oder der Unnahbare ein bisschen schlecht verständlich ist. Gebt uns ein bisschen Feedback, sagt uns, was ihr haltet und natürlich dürft ihr auch gerne unter den Matches kommentieren, wie ihr das so fandet. Nur bitte werdet dabei nicht beleidigend oder so, aber das ist bisher ja noch nicht vorgekommen. Immer freundlich bleiben, denkt dran, das sind alles Freundschaftsgames. Ich freue mich, dass das Turnier im Moment sehr gut ankommt. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr vielleicht nochmal wiederholen können. Und ich freue mich jetzt erstmal riesig auf die nächsten Matches, auf das Viertelfinale und später irgendwann natürlich auch noch das Finale. Das wird richtig fett. Freue ich mich richtig drauf und es macht mir vor allem sehr viel Spaß, das zu organisieren und mit euch allen Kontakt zu halten. Und dafür möchte ich mich auch schon mal ganz lieb bedanken. Letztes Thema sind meine sonstigen Projekte. Derzeit ist mein Kanal relativ ruhig. Es gibt fast nur Turniervideos oder Mario & Luigi Superstar Saga Videos. Ich weiß, dass das nicht viele von euch gucken und nicht viele von euch interessiert. Das Spiel ist halt ein bisschen älter. Vielleicht kommentiere ich auch schlecht. Wenn ihr es aus anderen Gründen nicht gucken wollt, sagt es mir. Ich gebe ja mein Bestes, um das möglichst schön zu machen. Ich möchte es aber nicht abbrechen. Ich möchte nicht irgendwelche angefangenen Projekte haben und dann so Projektleichen in meinen Videos haben. Ich möchte eigentlich alles durchziehen. Ich habe schon 2 abgebrochene Projekte und also wer es von euch noch nicht weiß, der kann ja einfach mal in meinen Playlists gucken. Da findet ihr die sicherlich nach ein bisschen Suche. Es gibt demnächst einen neuen Saboteur-Teil. Da gab es jetzt auch einen Monat lang wieder keinen. Da kommt demnächst wieder was. Die Dawn of War Together-Reihe ist so lange pausiert, solange das Turnier online ist und ich weiß nicht, wie schnell ich sie danach fortsetzen kann. Es ist einfach so, dass dieses Turnier viele Ressourcen in Anspruch nimmt, was so Zeit angeht. Und dann auch irgendwann so ein bisschen die Schnauze voll von Dawn of War. Da muss man nicht gleichzeitig noch ein Together-Projekt machen. Das ist aber nicht stillgelegt oder abgebrochen. Es ist jetzt für einen Moment auf Eis gelegt und sobald das Turnier zu Ende ist, machen wir damit auch wieder weiter. Dann gibt es auch eine neue Let's Play-Reihe von einem Spiel, das ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Ich gebe euch einen Tipp, es wird wahrscheinlich ein Shooter sein, ja. Den ich nicht alleine spielen werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil von euch das Spiel nicht kennt. Also ich freue mich da schon ziemlich drauf. Wie gesagt, sobald das Turnier abgedreht ist, so ganz fertig ist, kommt das dann sicherlich auch irgendwann. Und Binding of Isaac geht dann auch weiter. Wobei, wie gesagt, guckt mal bei iPushU-LP vorbei, da gibt es im Moment auch Binding of Isaac von mir, also im Moment jetzt nicht so, dass das stillgelegt ist. Auf meinem Kanal gibt es im Moment nicht so viele Videos, weil ich mit 3 Projekten, also Dawn of War Turnier, mein eigener Kanal und iPushU-LP,
doch schon ziemlich am Rödeln bin und dann ist man viel unterwegs. Jetzt mache ich natürlich auch noch Abi, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Ich werde jetzt im März, April Abi machen, da werde ich zwischendurch, denke ich mal, eine Let's Play Pause machen, wo ich nicht jeden zweiten Tag oder so Videos hochladen kann, weil ich das zeitlich sonst nicht schaffe. Tut mir leid, danach geht's auf jeden Fall weiter. Wenn ich nicht im Urlaub bin und so, könnt ihr euch eigentlich immer auf Videos von mir freuen. Und wenn es mal ein paar Tage keine Videos gibt, dann verzeiht mir das bitte. Also ich mache das ja nicht nur für mich und nicht nur für euch, sondern ich mach das im größten Teil für uns alle. Und es macht mir auch noch nach wie vor Spaß, keine Frage. Ich habe überlegt, ob ich Let's Playen aufhören soll, aber das käme mir blöd vor. Was ich überlegt habe, ist, dass ich vielleicht Solo-Projekte weniger oder nicht mehr mache, weil ich vor allem auf diese Verbindung zu anderen Spielern und zu anderen Leuten Wert lege. Und ihr könnt mich übrigens mal alle auf Steam adden, wer es noch nicht getan hat. Da habe ich im Moment Darksiders 1 und 2, das spiele ich im Moment ganz gerne mal so neben der Reihe. Da werden Screenshots von mir veröffentlicht, ich werde das jetzt vermehrt machen. Das heißt, wer so ein bisschen Einblick kriegen will, in was ich sonst noch so spiele, und ich spiele ja nicht so viel, weil ich nicht die Zeit habe, aber wer da noch so ein bisschen was mitkriegen will, vielleicht mal mit mir schreiben will oder so, könnt ihr mich gerne auf Steam adden. Den Link dazu findet ihr auf meinem Kanal. Falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt, die ihr vielleicht nicht unbedingt wirklich als Person stellen wollt, sondern anonym, könnt ihr mal auf Formspring vorbeigucken. Link ebenfalls auf meinem Kanal. Auf Formspring habe ich auch eine Seite, da könnt ihr mich alles fragen, was ihr wollt, und ich werde, solange es einigermaßen vernünftige Fragen sind, werde ich die natürlich auch beantworten. Die Grafiken von dem Video wurden wie immer von mir selbst erstellt. Musik habe ich jetzt nicht hinterlegt, weil ich Wert aufs Reden lege, und ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Ich wünsche euch ein wahnsinnig tolles Jahr 2013. Ich hoffe, dass ihr alles hinkriegt, was ihr euch vorgenommen habt, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr schulisch, seelisch, familiärisch, egal, aus freundschaftlicher Sicht, dass ihr mit allem glücklich sein könnt. Da würde ich mich echt drüber freuen. Für mich selbst wünsche ich mir, dass ich jetzt einen tollen Abschluss hinlege, ein tolles Abi mache, ein tolles Studium anfange und natürlich auch mit meinem Kanal weiter Erfolg haben kann. Ich habe jetzt derzeit fast 190 Abonnenten, also bald schon wieder Abo-Special-Zeit. Ihr könnt mich natürlich gerne verteilen, pushen, was weiß ich was, ne? Weil desto mehr Zuschauer, desto schöner. Aber abgesehen von der Abonnentenzahl finde ich meine. Wie viele Videoaufrufe sind es? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich gucke mal ganz kurz nach. Sekunde, dann müsst ihr jetzt nochmal kurz auf mich warten. Wer sich nicht für Infovideos interessiert, guckt sich das ja eh nicht an. Über 70.000 sind es auf jeden Fall. Ich guck mal gerade. 79.000, geil. 79.000, da freue ich mich sehr drüber. Danke für 79.000 Videoaufrufe. Das ist wahnsinnig viel, wenn man guckt, dass ich gerade mal 200 Abonnenten habe. Danke dafür, ich freue mich, dass euch meine Videos so gut gefallen. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß und Glück fürs neue Jahr. Und ja, wenn irgendwas ist, meldet euch bei mir. Ich werde weiter Videos machen. Ich hoffe, euch gefallen diese Videos dann. Und jetzt setze ich mich dran und nehme den nächsten Saboteurteil auf. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören und bis in zukünftige Videos. Tschö, tschö.